wird angesagt. Und zwar decken wir heute unsere Torten mit Fondant ein und dekorieren sie. Und sie werden auch heute Nachmittag verspeist. Ich werde heute zwei verschiedene Fondants benutzen, um sie auszuprobieren. Bisher habe ich meinen Fondant immer selber gemacht. Aber da mir jetzt die Zeit gefehlt hat, habe ich jetzt einfach fertigen Fondant gekauft. Und einfach mal auszuprobieren, welchen ich besser finde, habe ich zwei verschiedene Marken geholt und probiere die dann heute direkt an der Torte aus. Zum einen habe ich hier Masaticino Tropic und für das Kissen brauche ich rosa Fondant. Da habe ich von der Firma Decobug mir welchen geholt und die probiere ich heute einfach mal aus. Und als erstes nehme ich mir hier jetzt den Rollfondant von Decobug, der ist schon rosa. Das kommt jetzt auf mein Kissen. Ich hätte gern, dass die Farbe mit meiner Tortenspitze zusammenpasst, deswegen werde ich den noch ein klein wenig mehr einfärben. Zuerst knete ich ihn allerdings erstmal schön weich. Dafür fette ich mir die Hände mit Palmin Soft ein. Dann geht das Ganze ein bisschen leichter, ist das nicht so klebrig. Ja, und dann färben wir das Ganze einmal ein bisschen intensiver rosa, so ein leichtes Pink. Und dann rollen wir den Rollfondant einfach aus. Nur nicht zu dünn, damit uns der nachher beim Eindecken der Torte nicht reißt. Nachdem der Fondant nun weich geknetet ist und die gewünschte Farbe hat, rollen wir ihn aus. Dazu gebe ich jetzt Speisestärke auf meine Unterlage. Ihr könnt aber auch Bäckerstärke dafür nehmen, wenn ihr welche habt. Und das Ganze rollen wir, wie gesagt, jetzt aus, allerdings nicht so dünn, damit uns der nachher beim Eindecken nicht reißt. Nachdem er nun fertig ausgerollt ist, nehmen wir unseren Ausrollstab und wickeln den Fondant da ganz leicht drauf. Nicht drücken, wirklich nur ganz leicht drauf wickeln. Nehmen unsere Torte und legen den Fondant nun einfach auf die Torte drauf. Ganz vorsichtig, dass uns da keine Macken reinkommen. Und dann drücken wir das Ganze mit langsamen Bewegungen an die Torte fest. Als erstes versuche ich natürlich mit den Händen so viel Luft wie möglich drunter wegzubekommen, damit keine Luftblasen darunter sind. Drücke das Ganze mit meinem Tortenkletter etwas dran, sodass er auch gut haftet. Und versuche dann mit den Händen die Ecken so faltenfrei wie möglich rumzulegen. Sobald der Fondant oben an der Torte gut haftet, drehe ich die Torte einfach einmal um und das Überstehende schlage ich nach innen ein, so dass von außen man nicht sieht, wo der Fondant endet. Da die ja abgerundet ist, kann man ja ein kleines Stück drunter sehen, deswegen schlage ich das Ganze jetzt hier ein. Das Überstehende schneide ich einfach ab. Und auch das drücke ich dann mit dem Tortenkletter nachher noch mal etwas ran.
Hier schneide ich mir circa 1 Kilo Fondant von den Masaticino heraus. Den brauche ich jetzt für den zweiten Teil der Torte. Und auch den erstmal ordentlich weich kneten. Nicht wundern, ich habe gleich Handschuhe an. Ich habe mich geschnitten, blöderweise. Und damit ich den Fondant nicht einsaue, habe ich einfach Handschuhe angezogen und arbeite mit Handschuhen weiter. Auch hier, wie eben, gebe ich auf meine Arbeitsfläche Speisestärke und rolle den Fondant aus. Auch hier, wenn der Fondant fertig ausgerollt ist, rolle ich ihn auf meinen Ausrollstab. Gucke noch einmal, ob er wirklich reicht vom Durchmesser her. Ja, es reicht. Einmal vorsichtig draufwickeln und dann auch das über die Torte legen. Auch hier streichen wir jetzt die Luft unter dem Fondant heraus mit dem Tortenkletter. Dann mit der Hand ziehe ich den Fondant so, dass möglichst keine Falten um die Torte drumherum sind und schneide das Überflüssige einfach weg und schlage dann auch unten ein kleines Stückchen ein, sodass wir einen schönen geraden Abschluss haben. Hier habe ich nun meine Torte auf mein Cakeboard gestellt. Das könnt ihr auch mit Fondant eindecken. Ich habe das jetzt einfach so gelassen, wie es ist. Die Torte streiche ich jetzt mit etwas Zuckerkleber an und befestige dann meine Tortenspitzen daran. Wenn ihr nur noch ein kleines Stückchen habt, dann könnt ihr euch die Tortenspitze super mit einem Messer oder mit einer Schere zurechtschneiden, sodass man den Übergang nicht so sieht.
Als nächstes verzieren wir das Kissen. Dazu nehme ich jetzt weißen Fondant und meinen Extruder und presse mir durch den gleichmäßig lange Stränge heraus und wickel die dann zu einer Kordel, damit es dann nachher so aussieht, wie als würde um das Kissen drumherum eine Kordel lang gehen. Hier habe ich mir die Stränge nun gleichmäßig abgeschnitten. Ich werde jetzt, ich messe das jetzt gerade aus, was besser aussieht, zwei oder drei Stränge. Ich werde mich jetzt für drei Stränge entscheiden, vertriller die zusammen und das Ganze mache ich viermal für jede Seite, damit auf jeder Seite eine schöne Kordel ist. Und an den Ecken drücke ich das ein bisschen fest. Das ist nicht weiter schlimm, denn da kommen nachher dann noch so Knoten drauf. Dann sieht man das auch gar nicht mehr. Um die Kordel jetzt an dem Kuchen zu befestigen, an der Torte, gebe ich einfach etwas Zuckerkleber drauf und drücke die Kordel dann leicht ran. Die Ecken drücke ich an der Torte fest. Das ist aber nicht schlimm, wenn die da ein bisschen platzen, weil da kommen nachher die Knoten drauf, das sieht man dann gar nicht mehr. Für die Knoten drücke ich mir hier nochmal gleichmäßige Stränge raus, schneide die mir zurecht und forme dann meine Knoten. Hier habe ich jetzt mir 4x5 gleich große Stränge zurechtgelegt. Die werde ich jetzt in der Mitte miteinander vertrillern und mir dann Knoten zurechtlegen. Hier habe ich in meinem Extruder nochmal rosanen Fondant gegeben, habe das Ganze in einer flacheren Version ausgedrückt und das kommt als kleine Schnur um die Knoten drumherum, die das optisch festhalten.
Nachdem ich all meine vier Knoten mit dem rosa Bändchen verziert habe, hole ich jetzt auch wieder meine Torte, gebe auf die Ecken wieder etwas Zuckerkleber und drücke die Knoten dort leicht ran. Hier klebe ich die Knoten an die Ecken. Sobald die Knoten festgeklebt sind, hole ich mir mein Messerchen und schneide die Bämbel ein bisschen ab. Die sind etwas zu lang. Schneide sie ein bisschen franselig, so wie es in Natura ja auch meistens aussieht. Als nächstes nehme ich mir mein Geodreieck und mein Messerchen. Beziehungsweise ihr könnt dafür auch die Rückseite eines Messers holen. Sollte nicht zu scharfkantig sein. Und markiere mir hier die Stellen, wie ich es haben möchte. Ich habe jetzt immer die Breite vom Lineal genommen. Drück mir das kurz an, um zu schauen, ob das so okay ist. Und dann gehe ich das Ganze noch einmal lang und ziehe mir die Linie so lang durch, wie ich sie gern haben möchte. Nachdem ich mir meine Linien so weit angedrückt habe, wie ich sie gerne möchte, fahre ich das Ganze nochmal nach und drücke das ein bisschen fester ein, sodass man die Struktur einfach viel deutlicher sieht. Das Ganze machen wir jetzt noch einmal in der gegengesetzten Richtung, sodass wir so ein richtig schönes Steppmuster hinbekommen. Auch hier markiere ich mir die Linien leicht an und phase dann später nochmal nach, damit man das Muster auch richtig schön sehen kann. Zum Schluss nehme ich mir hier noch so ein paar Zuckerperlen, gebe in die Kreuzpunkte von dem Zuckerkleber hinein und drücke dort die Perlen fest. Das mache ich mit allen Kreuzpunkten, die wir da markiert haben, und dann ist das Kissen auch schon fertig verziert. Jetzt kommen wir ans Aufstapeln. Damit das Ganze etwas stabiler steht, gebe ich mir hier jetzt so Strohhalme als Stützen in die Torte. Dazu stecke ich die jetzt einfach in die Torte rein und schneide sie oben bündig ab, damit dann einfach der obere Teil nachher nicht in die untere rein sacken kann und das Ganze auch etwas stabiler steht. Hier gebe ich jetzt noch etwas von der Ganache obendrauf.
Die soll die obere Torte ein bisschen festkleben, sodass sie mir nachher auch nicht runterrutscht, dass das alles viel stabiler steht. Nun nehmen wir unser Kissen und setzen es vorsichtig auf die untere Torte drauf. Nun kommt das Highlight zum Schluss, die Krone, die ich schon einige Wochen im Voraus gefertigt habe. Für die Krone habe ich mir zuerst eine Schablone gemalt, wie meine Krone aussehen soll, habe sie unter Backpapier gelegt, mit Blütenpaste nachgeformt und so um eine Flasche herum trocknen lassen, dass sie diese Rundung bekommt, gute 2 Wochen lang. Danach mit Goldspray besprüht und Glitzersteinen beklebt. Wie genau ich die Krone gemacht habe, kann ich euch gerne, wenn ihr wollt, auch noch mal in einem anderen Video zeigen. Ja, und das ist die Prinzessinnentorte, so wie sie sich meine Tochter zum Geburtstag gewünscht hat.